Ich nehme jetzt das ganz kurz an. Ja? Bei mir, jetzt muss ich Vorgeschichte machen für den, der sich das Video anhört. Ich sitze da und höre mir ein alteres Selbstgespräch an. Das ist jetzt ohne Ausnahme, gehe einfach meine Gedankengänge mit. Das habe ich nämlich gerade vor ein paar Minuten in unseren Chat reingestellt, dieses Selbstgespräch. Ich sitze da und dann kommt eine Stelle, ich habe jetzt 15 Sekunden zurückgespult, mein Telefon klingelt. Während ich das Selbstgespräch anhöre und ich schmunzle. Ich schmunzle ohne Ende und dann gehe ich hin und dann denke ich mir, Scheiße, kannst du denn nicht auf das Selbstgespräch hören? Und habe dann nicht abgehoben. Dann klingelt es nochmal. Dann gehe ich hin, dann ist die Helene am Telefon dran. Macht ja normalerweise nicht, man weiß ja, man erreicht mich eigentlich bloß auf Skype, weil ich gehe nicht ans Telefon. Das ist normal, bei mir klingelt das Telefon nie. Jetzt pass auf, jetzt wird es interessant. Helene ist dran, jetzt interpretiere ich die Helene, die ich mir ausdenke. Die ruft mir ein Telefon an, weil sie mich absichtlich nicht anskypt, weil sie hofft, dass die Marion dran geht. Genau. Stimmt oder stimmt? Ja. Hey, ich bin ein Wahrsager. Weil ich mich ja mit dem Redner, wenn schwer tue. Und ich sage, Helene, leg bitte auf und skype mich an. Ich zeige dir, was ich gerade im Moment angehört habe. Das sind, wenn ich immer wieder sage, die Welt sind voll Wunder, die zeige ich dir jetzt. Das wird in deinem Leben passieren. Ich habe jetzt umgeschalten. Ich schwöre bei Gott, das ist exakt die Stelle, kurz, ich habe das jetzt gehört, ich habe nur 10 oder 15 Sekunden zurückgestellt, das ist das, was ich in dem Selbstgespräch gehört habe. Hör mal ganz genau zu. Mhm. Ist jetzt eine raumzeitliche Geschichte. Und wie wir auf Weißenburg gezogen sind, habe ich ja von vornherein gesagt, das Telefon, es ist zwar am Anschluss vom, ja, mit dabei, wenn du das hast, aber ich benutze das nicht. Und wenn das geklingelt hat, es war immer irgendwie ein Werbeanruf. Martin hat einmal was vom Otto-Versand bestellt, da kommt der Otto, ruft an, ist ihre Frau da und so weiter und so fort. Und ich wollte dann gar nicht mehr hingehen. Mhm. Weil ich sage, wenn es einmal in 4 Wochen zweimal oder dreimal geklingelt hat, dann bin ich umsonst aufgestanden. Ja. Aber jetzt mache ich dich als normaler Mensch. Es ist permanent, was ich bei meiner Marion beobachte, wenn es einmal klingeln sollte, sie muss sofort hingehen, wer anruft. Mhm. Das ist dieses Klingelingeling-Beispiel, wer ruft mich jetzt an? Das ist ein zwanghaftes Reagieren. Kann ich das nicht klingeln lassen und es geht mir am Arsch vorbei? Mir geht es vollkommen am Arsch vorbei. Das könnte ja wichtig sein. Jetzt geht es interpretieren los. So, und jetzt probier einfach mal. Es gibt ja bloß hier und jetzt. Du willst dich verwandeln. Du hättest die Freiheit, einfach, wenn dein Telefon klingelt, nicht hinzugehen. Mhm. Und dann schau mal, was in dir abgeht. Und das ist Unfreiheit. Das ist Zwang. Das ist alles Zwang. Ja. Du hättest prinzipiell die Freiheit, dass dir das am Arsch vorbeigeht. Genau. Mhm. Das ist die Quelle von Leid. Dann koppelst du dich aber von der Welt in einem gewissen Maß vollkommen ab. Genau in dem Moment hat bei mir das Telefon geklingelt. Jetzt ist es noch interessant. Kleinen Moment. Na, da muss ich hin. 9.25 Uhr habe ich das reingestellt. Das ist dieses Selbstgespräch. Das ist übrigens ganz hervorragend. Auch jetzt wieder eine Empfehlung. Nicht sagen, kenne ich. Wenn du ein bisschen Demut hast und du hast begriffen, wer jetzt zu dir spricht. Und ich rate dir, hör dir das von hinten bis vorne nochmal extrem aufmerksam an. Auch wenn du sagst, ich habe schon zweimal gehört, du wirst wieder deine kleinen Heureka und Wunder erleben. 9.25 Uhr. Ja. 9 ist der Spiegel, der Kopf des Schöpfergottes, plus minus 25. Ja, genau. Sollen wir mal sagen? Ja, aber dann bin ich ja allein. Es könnte ja wichtig sein, oder das will ich, oder das will ich. All das ist Unfreiheit. Ja. Die ganzen Gedanken. Chat jetzt das Thema gewesen, was ist Freiheit? Die wollen immer wissen, was Freiheit ist. Einfach das zu beobachten. Jetzt sage ich nicht einmal, es geht nicht einmal darum, dass du das nicht machst. Auf der unteren Ebene wirst du feststellen, das gelingt ja nicht. Du hast überhaupt keine Chance. Mhm. Was dir deine Logik vorschreibt, was du willst, was du brauchst, was du nicht willst, wie du reagierst, schon wenn du was liest, wie einseitig du die Worte auslegst, das ist Unfreiheit. Mhm. Wenn du für dich selbst gespräch erst, rede ich auch.
Das ist diese Film-Selbstgespräche. Diese Plus, Minus. Jetzt ist es hochinteressant. Ist jetzt das wieder ein Zufall? Jetzt muss man nicht den Hintergrund wissen. Wieso ruft mich die Helene an? Mich ruft überhaupt keiner an. Ganz einfach. Ich sage jetzt von vornherein, ich denke meine Helene aus, dass sie sagt, dann geht der Udo. Sie will nicht, dass der Udo so viel redet. Sie will mit der Marion was besprechen. Und sie weiß, wenn überhaupt bei uns ans Telefon geht, ist es die Marion. Stimmt oder stimmt? Ja. Ja, von meinen Tonis und von meinen Feelings. Ja. Dann sage ich immer wieder dazu, das sind jetzt Symbole. Diese Worte, die ich spreche, wenn du dir jetzt welche ausdenkst, Menschen ausdenkst, sind das Symbole. Diese Gedanken, diese Menschen, die du dir ausdenkst, haben genauso wenig verstanden wie ein Stein. Ja. Ups. So ist. Einer dieser Steine. Ja. 9:16 Uhr. Glaub mir, wenn ich sage, ich denke in einer Komplexität, dass ich dann Vorstellungsmöglichkeit von überhaupt Denkmöglichkeiten komplett entzieht um geistige Welten überhaupt. Ja. Und du musst dir keine Gedanken machen, alles ist perfekt. Ja. Du musst bloß einfach dich disziplinieren. Und schauen, ohne zu werden und dir bewusst machen, wenn dein Ego sich wieder eingrätscht und wenn es wieder werdet. Wir reden hier nicht von irgendeinem religiösen, esoterischen Gequatsche. Es ist immer jede Kleinigkeit, dieses Geschenk von Holofeeling, was jetzt nicht erfordert, dass du als Person irgendwas an deinem Leben veränderst. Du wirst in dem Augenblick, ich schalte mal zurück, in dem Augenblick, wo du dich wirklich beobachtest und dir das bewusst wird, wo deine Schizophrenie, dein gespaltenes Bewusstsein eigentlich hinführt, ja. Diese ständige Vergessenheit, diese Angst, was zu verlieren, es sind zwei, dieses letzte Update, das habe ich in der Brandrede, nenne ich das einmal, wo ich wenn sehr streng werde, auch das, einmal hören reicht nicht. Ne. Mach dir bewusst, dass dein Ego, dein Intellekt zwar eventuell nicht das einzieht, aber es nicht wahrhaben will. Ja. Und solange du das nicht wahrhaben willst, wirst du leiden. Du musst den Absprung schaffen. Den inneren Absprung heißt nicht, dass du an deinem Leben, an deiner Rolle was veränderst. Jedes meiner Beispiele, tausende und abertausende Male wiederhole ich, wenn du nur einen einzigen meiner Sätze wirklich verstanden hast, die bedingen einander. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt niemals irgendetwas, was du denkst. Du kannst deinen Gedanken auch nicht retten. Das klingt dann so unendlich herzlos, dieses vorhergehende Update, diese Brandrede, wo ich sage, wenn du jetzt zum Beispiel in deiner Rolle Kinder hast, du musst einfach akzeptieren, ob er Geist ist oder kein Geist ist. Wenn du Geist bist, kannst du bloß geistige Kinder gebären. In deiner Rolle kannst du auch Äffchen auf die Welt bringen. Ob hinter der Maske ein Geist sitzt, zeigt sich durch Neugier. Das ist ein Ausdruck aus der vorhergehenden Selbstgespräch. Vorhergehend heißt hierarchisch, nicht chronologisch. Mach jetzt einfach, ich sage jetzt einfach Trixi und ich sage Michi. Ich kann mich jetzt erinnern an ein Gespräch, wie dich dein Sohn anruft und hier heult, wie ein kleines Kind, weil seine Schwiegermutter gestorben ist. Hast du mir mitgeteilt, soweit ich mich jetzt erinnere, und ob du auf die Beerdigung kommst. Kannst du dich noch grob erinnern? Ja, grob. Grob. Da war dieses Thema und du warst so entsetzt, weil du sagst, was er bei dir schon sich abgeärgert hat über seine Schwiegermutter und jetzt sollte er uns in Tränen aufgelöst, weil seine Schwiegermutter gestorben ist. Ich interpretiere jetzt mal aus meiner Sicht, obwohl dir dann irgendwann bewusst war, was da für Mechanismen im Menschen arbeiten, müsste eigentlich froh sein, dass er die alte Hexe los hat. Wenn ich es so sehe. Es ist, wenn keine Neugier ist, egal wer es ist, man muss es einfach akzeptieren. Der Unterschied, du kannst die auch nicht erreichen. Du kannst prinzipiell nicht, und das ist in diesen Selbstgesprächen, du kannst einen Gedanken von dir, eine Information von dir nicht erklären, dass sie eine Information von dir ist. Du kannst es nur einem Geist erklären. Der wird aber dann behaupten, du bist ja Information von mir. Dann muss der Geist, der uns jetzt ausdenkt,
Wer ist uns? Das ist das da mal die Helene, das ist der Udo, das sind die zwei Pixelmännchen. Da muss ja einer sein, der uns jetzt ausdeckt. Aber das sind ja nicht, ich kann ja jetzt auch noch an mich selbst denken. Und wenn ich jetzt nicht in meiner Rolle die Helene oder der Udo bin, bin ich jetzt einer, der vom Computer sitzt? Wenn ich an mich denke, dass ich dieses Video anschaue. Das sind so Sachen, die wiederhole ich immer wieder. Das ist hundertprozentig sicher. Es ist aber vollkommen gleichgültig, ob ich jetzt an der Helene, an den Udo oder an mich selbst denke. Wenn ich nicht einer dieser zwei Personen, dieser zwei Gedanken bin, bin ich halt ein anderer Gedanke, wenn ich an mich denke. Ich kann einen Gedanken von mir nicht erklären. Ich existiere jetzt nur, weil ich an mich denke. Sobald ich an was anderes denke, ist es weg. Nochmal, wenn sich ein Gedanke auflöst, wird er zerstört. Was geht da eigentlich kaputt? Nichts. Vor was hast du eigentlich Angst? Merkst du, in was für einem Wahn du hängst? In was für einem unendlichen Wahn dich dieser materialistische, diese auch religiöse Sichtweise, die noch glaubt, ich habe Großeltern und Urgroßeltern, die ich mir in die Vergangenheit denke und in dem Wahn lebe, dass die Gedanken, die ich jetzt de facto jetzt in meinen Kopf mit dieser Logik erschaffe, dass die schon da waren, bevor es mich Denker gegeben hat, gegeben. Das Gegebene ist immer, es entspringt aus diesem Mittelpunkt. Ja. Das ist eigentlich kurzes Selbstgespräch, dann lassen wir es eigentlich schon wieder. Ein kurzes Unterstreichen von dem, was in dem Chat passiert. Und jetzt auch nochmal irgendwelche Menschen, die du dir denkst, die nicht in den Chat sind. Kriegen das nicht mit? Das kriegen aber auch nicht die Menschen mit, die du dir jetzt ausdenkst, die im Chat sind. Weil das sind nur wieder zwei verschiedene Gedanken. Ich denke mir Menschen, Gedanken, die ich sage, die sind in dem Chat, die können das lesen. Und ich denke mir welche, die sind auch nicht drin, die können in dem Chat nicht lesen. Ich denke mir schon wieder, dass irgendwelche Gedanken von mir irgendwie was erleben können. Das macht Angst. Aber nur, wenn du das mit dieser Logik anschaust. Genau. Das ist immer wieder, das ist immer wieder ein Geschmack. Was du schön empfindest, bestimmt deine Logik. Und was du böse oder hässlich empfindest, bestimmt auch deine Logik. Genau. Und das ist komplett austauschbar, weil du dir deine Logik nicht raussuchen konntest. Ja. Mir fällt das so das Wort, wir hatten heute Morgen doch auch dieses Thema mit dem Petrus. Muss ich jetzt ganz kurz noch bringen, so viel Zeit muss sein. Übertrage ich das nochmal schnell? Gehen wir gleich nochmal in unsere Chat-Schiene rein. Was mir in den Sinn kommt, und zwar war hier eine kleine Aussage, du bist der Petrus, der Fels, auf dir will ich die neue Kirche erbauen. Das hat natürlich auch zuerst einmal zwei Seiten. Und immer daran denken, es beginnt das Spiel mit der 49, 43, die göttlichen, ich nenne das jetzt einmal Ohrenbarungen. Da hat nämlich hier ich bin mit Christus gekreuzigt, jetzt lebe ich nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2, 19, 20. Hat der Marius reingestellt. Ist zwar alles schön und gut, ich reagiere darauf, nein. Ich bin doch du Geistesfunk. Denk dran, vor dem Bücherregal und der vor dem Bücherregal, für den ist immer alles gleichzeitig da. Erleben, spezielles Erlebte erst, wenn in ein Buch reinschaut und an dem Buch eine Seite aufschlägt, die Seite ein Zeilewort anschaut, dann ist eine Existenz da. Ja. In dem vorm Bücherregal und in dem Leser, das ja letztendlich derselbe Geist ist. Nur reduziert. Der Leser reduziert sich auf ein Leben und in dem Leben auf einen Moment, der immer nur jetzt auftauchen kann, weil jeder Moment jetzt auftaucht. Ja. Und schreibe ich, nein, ich lebe, der Christus lebt nicht in mir. Ich bin doch du Geistesfunk, sagt der Christus. Ich bin der, der jetzt dieses Leben des momentanen Lesers erlebt. Somit lebe ich, UB, nicht in dir, sondern ich erlebe das, was hier und jetzt von dir angeblich dir erlebt wird. Ja. Ich erlebe jetzt in dem Moment, als der, der sich dieses Selbstgespräch ausdenkt, erlebe ich jetzt genau von Wort für Wort das, was du jetzt hörst, höre ich. Was jetzt der Unterschied ist, dass das sehr viele verschiedene Programme sich anhören und jedes Programm reagiert anders und das erlebe ich alles gleichzeitig.
weil ich alle Perspektiven gleichzeitig sehe. Wenn ich an meine Küche denke, denke ich nicht an irgendein Einzelteil aus der Küche. Wenn ich an meine Wohnung denke, denke ich bloß meine Wohnung und ich denke dann an Schlafzimmer, ans Wohnzimmer und so weiter und so fort. Das ist der Zustand des heiligen Sehenkönnens, heilig schauen. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Merkt ihr, wie das entdecken? Ihr, meine ich jetzt, ihr Geistesfunk ist ja nur ein Geist. Ja. Je nachdem, mit welchem Interpretationssystem du arbeitest, nimmst du unterschiedliche Sachen wahr. Ja. Gut, dann habe ich hier dieses Video reingestellt. Kann man dann eventuell dranhängen? Geist wird nur, das heißt hier, wir, Geist, GE-Quadrat, sind wir. Wer ist wir? Der vom Bücherregal und ich selber in einer Form, dass ich jetzt ein ganz bestimmtes Leben durchlebe. Und wir öffnen Existenzen von aufgeschwammenen Berechnungen. Darum sind dann jeder, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Aber die ganzen Träume werden von einem und demselben Geist erlebt. Ja. Wenn einer in einer Bibliothek anfängt, Romane zu lesen, werden alle Romane, alle Leben von einem und demselben Geist, von dem einen Geist erlebt, aber was er erlebt, hängt immer davon ab, in welchem Buch er zurzeit drinsteht. Ja. Von seinen Geistesfunken verstanden. Und jetzt habe ich hier die göttlichen Offenbarungen verpflichten ein neues Ende. Das ist 43 der Magier, Entschuldigung. Und jetzt schreibt unser Gernot, was übrigens sehr interessant ist, wenn man das jetzt nämlich aufrechnet, das Gernot ist jetzt erst einmal der Geist des Erwachten, kann ich jetzt lesen, der ist in Not. Was natürlich auch sehr interessant ist, wenn ich jetzt weiß, dass GR ein Reisender ist, der in der Fremde überlachtet. Genau. Mhm. Wissen wir ja. Das heißt, erst einmal ist sich selber fremd. In dem Moment, wo du an dich denkst und du verwechselst dich mit diesen Gedanken, bist du, das heißt der Geist, der sich selber zu einem Affen macht, vollkommen fremd, weil du von dir selbst nichts mehr weißt. Ja. Darum ist es ein junger Löwe, ein Ari, aber dieses Kalk, das Kalkulieren, wo jetzt bekommt, das Weißmachen, heißt wie dein Gott. Du selbst bist wie dein Gott. Ja. Und dann wirst du ein Reisender, der durch eine Traumwelt reist als der Brösel, der du zurzeit zu sein glaubst. Bist aber auch ein Schutzbürger meines Himmelsreichs, weil ich dir als Schauspieler selber wird nie was passieren. Es kann aber durchaus sein, dass du in deiner Rolle extreme Gefahren ausgesetzt bist, auch umgebracht wirst in deiner Rolle. Aber wenn ein Schauspieler auf der Bühne umgebracht wird, stirbt nicht der Schauspieler. Okay? Ja. Und da kommt jetzt noch dieses Wohnen, das ist ganz, er verweilt, er weilte. Dieses Wohnen, du wohnst in einem Körper, du Geist. Ja. Du heißt es Wohnen. Mhm. Und jetzt machen wir hier die Not noch. Und jetzt siehst du, dass das Wort Not auch die Wohnung heißt. Du wohnst in dir selber als ein Geist. Das ist halt Holofeeling. Es ist ein Matrix-Programm. Ich erwähne das immer und immer wieder. Und jetzt, das war jetzt der Petrus. Dann ist hier eine kleine Stelle, die ist jetzt nicht so wichtig. Und jetzt reagiere ich hier mit diesem Eintrag. Das schauen wir uns jetzt ganz kurz an und jetzt ist wichtig. Das ist eine Seite. Das ist aus dem Petrus, aus dem ersten Petrus. Da geht es um den Eckstein, der verworfen wurde, was sich auf Hebräisch Eben schreibt. LFBN, eben, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alles Afterreden. Und seid begierig nach der Vernunft, nach der vernünftigen, lauteren Milch, als die jetzt geborenen Kindlein, auf das ihr durch dieselbe zunehmet. Die Milch ist hochinteressant, da gibt es natürlich verschiedene Mi-El-Chat. Lach ist die Lebens. El-Chat alleine heißt Lebensfrische und Mi ist eine rhetorische Frage. Was ist eigentlich die Lebensfrische? Milch als Ganzes, Kalef, heißt das Weltliche. Eine lautere, Licht-Out, sind Lichtzeichen in dieser weltlichen Welt. Aber ich will da nicht zu euch jetzt reingehen, sondern was mir wichtig ist, so ihr anderes geschmeckt habt. Da steckt das echt schon mit drin. Diese Perspektiven, diese Blickwinkel, die ihr ganz gezielt ansteuert. Dass der Herr freundlich ist, zu welchem ihr gekommen seid, als zu dem lebendigen Stein,
der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott ist der Auserwählung köstlich. Und jetzt geht es hier um diesen Petrus. Und da ist der Petrus natürlich, du bist der Stein, auf den ich meine Kirche aufbauen werde. Das ist nicht dieser Petrus, der nach Rom gegangen ist. Ich habe das mehrere Male erwähnt. Genau. In der biblischen Geschichte, zeige mir bitte in dem Neuen Testament, in der biblischen Geschichte, in dieser Märchengeschichte, dieser Petrus ist niemals in Rom gewesen, sondern der Paulus ist nach Rom gegangen. Das heißt, der Stuhl Petri in Rom ist eine Lüge. So wie das ganze Machtgebäude und Prunkgebäude der katholischen Kirche komplett ein einziges Lügengebäude ist bis zum heutigen Tag. Mhm. Da müsste man selber denken, verlangt keiner von dir. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Ich gebe jetzt hier mal den Petrus ein. Das ist unser großes Dokument. Und da kommen wir zuerst Auszüge aus dem Petrusbrief. Das ist das, was wir gesehen haben und was jetzt interessant ist. Auch den Petrus kannst du in zwei Sachen lesen. Wir können den komplett groß machen. Wir wissen, der Peter ist der Erstgeburt. Ja. Wir schauen uns das ganz kurz an. Wir haben zwei Möglichkeiten, den Peter zu schreiben. Das ist einmal zuerst einmal PDR. Ich mache das einmal zuerst mit der 9, weil wir die ja gerade gehabt haben. Und dann findest du zuerst einmal, das ist der Beginn, die Eröffnung und die Erstgeburt. Der Erste. Der freigelassen wird, der Erstgeborene. Jetzt steht auch noch eine Spaltung. Das ist immer das Erste, was sich in dir aufspannt. Das ist also hier der Erstgeburt, die Matrix, der die Matrix durchbricht. Wir können den Peter natürlich auch der Genauigkeit halber mit der 400 schreiben. Und dann heißt es Auslücken lösen, Problem lösen von Rätseln. Der Erste muss, dieser Erste muss anfangen richtig zu deuten, etwas auszulegen, und auch in dem Bäder steckt auch der Bader. Der Vater ist dieselbe Konsonante Radix. Ja. Das ist die Patrize, ein Prägestempel, das finde ich zum Bettschaft. Genau. Okay, nur so viel zum Petrus, und jetzt wird es interessant, wenn ich jetzt runterfahre, und das ist jetzt diese Geschichte, damit immer aus den Petrusbriefen 1, 2, das sind die ersten, wenn man hier die ganzen Selbstgespräche runtergehst, geht es meistens um die Petrusbriefe. Jetzt haben wir hier den Petrusschlüssel, Wortkombinationen mit Zahlenwert, da geht es jetzt in die Matrix rein, dann haben wir nochmal aus dem Petrus dies. Eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag sind. Ja. Zitiert Anfang Psalm 90, wird da drauf gegangen. Und jetzt wird es interessant. Das ist dann hier zum Beispiel der Stuhl Petri. Die Zeichen 666, das würde ich jetzt zurückgehen, Zeitgeschichte der Benedikt. Das sind alles griechische Wörter aus dem Griechischen. Die katholische Auslegung bei 666 handelt es sich um den Satan. Wichtig, immer daran denken, alles was positiv ist, ist auch negativ, und umso positiver du was betrachtest, drehst um 190 Grad, ist es auch negativ. Ich kann den Petrus auch so schreiben. Dann heißt das Wissen von Zeit et augenblicklichen Erscheinungen ist Russ. Und jetzt kommen wir. Und ich springe jetzt gleich da unter. Ichobe nennen diesen Petrus Satan. Übrigens, das Wort R-U sein nun, das kenne ich Russen schreiben. Russen. Heißt Fürst. Der Fürst der Finsternis. Ja, sagt er nicht immer, dass die Russen gut sind? Ich sage nein, ich sage immer, das Plus und Minus, umso größer ein Plus wird, umso größer wird auch das Minus und umgekehrt. Das heißt übrigens, das Finsternis habe ich dazugefügt, das heißt, das da mal nur fest. Was hier das Geheimnis ist, ist dieses Waff rausschmeißen, der Russ, wir schauen uns das ganz einfach mal an. Es ist ja so, Russ, wir können das ja vielfältig wieder schreiben. Das heißt, mit einem N hinten dran, das können wir jetzt R-U-S-N, Russen sprechen, heißt Fürst, Baron und Graf. Aber wichtig ist hier diese Kleinigkeit. Ich betone jedes Mal, dass du hier das Waff zwischen zwei Hauptkonsonanten rausschmeißen kannst. Und jetzt kriegst du, wenn wir das machen, kriegst du das Geheimnis, das Verborgene. Genau.
Da gibt es ein Zefer Raziel, das schreibt sich RS, das ist ein altes kabbalistisches Buch, das ist das Buch der Geheimnisse. Mhm. Da steckt das große Geheimnis, steckt auch in der russischen Seele. Also dieser Fürst der Finsternis ist wieder nur eine Seite. Und wenn du sagst, die Russen sind ganz, ganz böse, ich sage, dreh es um 180 Grad, dann sind es die Guten. Genau. Und jetzt hast du es, wenn ein erwachter Geist nur an irgendeine Person denkt, sind diese Gedankenpersonen für ihn de facto nur seine eigenen Gedanken. Von was erzähle ich dir die ganze Zeit? Genau. Nicht mehr, das heißt nicht OP 86 LHJOM, nicht heilig, aber auch nicht weniger. Dann doch bitte in einem kleinen Bereich heilig, weil die Wellen, die auftauchen, wenn du beide Seiten gleichzeitig siehst, plus und minus, ist auch eine Welle heilig. Ja. Wenn du dich jetzt aber fragst, was ist besser, das Wellenbach oder das Wellendal und setze für diese zwei Seiten Sonnenschein und Regen, Krieg und Frieden, ich sage das immer wieder, gesund und krank, egal was, wenn du meinst, eine Seite ist besser wie die andere, hast du die Spiegelung nicht verstanden. Verstanden. Es gibt die eine Seite nicht ohne die andere. A, N, D, Re. A und D heißt übrigens, ich werde auf- und abschwingen. A, N, D, Re, andere. Die heißt zurückkehren. Aber nicht von oben nach unten und von unten nach oben, sondern immer wieder in die Mitte. Jetzt pass auf, ich kann das so machen. Jetzt spanne ich ja mal was auf. Ich mache es so. Schau das kleine Bild auf. An, aus. Und jetzt drehe ich das einmal und da passiert dasselbe. Aus, an. Aber was jetzt passiert, dass du, was du siehst, hell, dunkel. Ich sage mal, jetzt ist es hell, es wird finster. Die Finsternis taucht auf, jetzt ist es finster, jetzt fällt es zusammen, dann taucht wieder hell auf. Gesund, krank, einatmen, ausatmen. Es passiert aber immer gleichzeitig, wenn du nicht geschwind denkst. Okay, das sind die Russen. Und jetzt muss ich da nochmal reingehen und jetzt kommt das Interessante mit der 666, weil wir die zweimal erwähnen. Das ist jetzt der Petrus, da müsstest du jetzt einfach hier reinschauen. So, da haben wir es. Offenbarung 20 bezieht sich auf die Schlange, 666 rot und 666 blau. Das sind die zwei Seiten. Mhm. Dann sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der den Codeschlüssel. Da steckt übrigens das UB mit drin. Mhm. In dem Wort. Und zum, also im Original Hebräisch, Abgrund ja. Und eine schwere Kette in der Hand hatte. Bla, bla, bla. Jetzt kommt es, er verwarf der Band Bechirn, da steckt das Wort Bechirn drin. Ich bin 666 und ich 666, somit auch die Schlange. Das ist dieses Ani El Shaddai. Ich, Gott und nichts. Und dieser Shaddai wird ja immer mit Dämon übersetzt, obwohl das eigentlich hier mein Dämon heißt. Mein Dämon wird mit Allmächtiger klassisch, das ist der Allmächtige. Ja. Der Allmächtige ist der Dämon. Die Konsonante Radix von Damen. Mhm. Das sind die logischen Systeme. Deine Logik ist allmächtig. Es wird für dich immer alles genauso in dir in Erscheinung treten, wie du das mit deiner Logik dir ausdenkst. Du erschaffst mit jedem Gedanken, den du denkst, in dir eine Information, die auch qualitativ genauso sein wird, wie du das mit deiner Logik definierst. Ja. Das ist, wenn ich sage, du bist der Richter über alles und jeden. Und nicht zu niemand kann sich dagegen wehren, ob du sagst, das ist ein Heiliger, das ist ein Guter, das ist ein Satan oder das ist ein Böser. Für dich wird es so sein, wie du dir das ausdenkst. Ja. Ganz einfaches Deutsch. Ich ist der Lesergeist, der jetzt diese Gedanken denkt. Das ist das Programm, erleben du das aber nur der Geist. Was dir deine Logik, dein Ich, dein Konstrukt, Welt und Interpretationsprogramm aufzwingt. Du unbewusstes Ich musst erst noch ein Gott werden. Zurzeit steckst du aber noch in deiner Matrixwelt, in der du zu vollkommener Liebe heranreifst. Das ist dieses Spiel. Und da kommt jetzt der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Jetzt kriegen wir hier natürlich ein riesen arithmetisches Spiel. Und was jetzt hier interessant wird in dem ganzen Thema, das ist, wenn man hier, das ist immer jetzt der Petrus. Und da ist die große Sache, der Petrus will nur das Gute. Und deshalb ist er auch nicht heilig, dieser Petrus. Um das zu verstehen, musst du die zwei vorhergehenden Verse betrachten.
Das ist nämlich hier, um wer oder was ist Satan? Bei dir 16,23 berichtet Folgendes. Ich, Ubi, wandte sich um und sprach, Petrus, gehe hinter mich, Satan, denn du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gott will, sondern auf das, was die Menschen wollen. Macht, Geld und Bewunderung. Das ist der Stuhl Petri in Rom. Wer sitzt hier und jetzt ausgedachterweise leidlich selbst anmaßend als offizieller Stellvertreter Gottes auf Erden? Offiziell heißt hinderlich sein. Auf den Stuhl dieses Petrus in Rom, ein Benedikt. Das war zu dem Zeitpunkt, wo die Schrift entstanden ist. Mittlerweile haben wir wieder einen Franziskus. Ändert sich ja laufend. Dieser angeblich gute Benediktatus diktiert, was Gutes und was Böses. Das ist das große Problem. Der sagt, das ist gut, das ist der Berg und das ist das Tal. Das eine hat miteinander nichts zu tun und wir werden erst dann heilig werden, wenn wir alle nur noch Berg sind. Es gibt kein Oben ohne Unten. Die geistloseste Anmaßung, die es überhaupt gibt, weil man von der vollkommenen Heiligkeit keine Ahnung hat. Genau. Das ist nämlich hier dieses Ärgernis. Geh hinter mich, Satan. Das ist nämlich, Petrus wollte nur das, das haben wir gerade gehabt, dass meine Person, Jesus, stirbt, denn er liebte diese Person. Er wollte das nicht. Petrus wollte nicht, dass ich sterbe. Als Jesus jetzt in dieser Geschichte. Denn er liebte diese Person über alles. Ich sage nochmal, du kannst einen Säugling so sehr lieben, wie du willst. Wenn das Ding in die Schule kommt, ist von dem Säugling nichts mehr über. Vom Säugling bis zum Greis. Ewiges Leben erfordert ständige Gestaltveränderung und die Gestaltveränderung sind deine ständig wechselnden Informationen. Ja. Wenn du begreifst, dass die nächste Ebene dein Körper, deine Traumwelt ist und nicht nur in Bezug auf diesen Druckenhausen auf dem Körper vom Säugling bis zum Greis, sondern jeder Moment, der in dir auftaucht, ist ein Puzzlestück von deinem göttlichen Körper. Er wollte nur das Beste für die Person Jesu. Und bemerkt in seiner geistlos einseitigen Kurzsichtigkeit nicht, dass er glaubte, Gott hätte mich mit sich selbst etwas Schlechtes vor. Ich, Ubi und der Vater sind eins. Sein geistlos mechanische Reaktion auf die Ankündigung meines bevorstehenden körperlichen Todes war natürlich nicht böse. Ich habe, um das nochmal für welche, die jetzt, welche Geistesfunken, die mit ihnen Intellekte nicht ganz folgen können. Ich habe zuerst gesagt, ich habe von meinem Vater jetzt den Auftrag bekommen, dass ich diesen Weg gehe. Mit der Kreuzigung, mit allem, was dazugehört. Und dann kommt Petrus und sagt, das werden wir nie zulassen, Meister, dass dir das widerfährt. Sondern zwanghaft logisch und damit nur allzu menschlich. Dem von dir geistesfunkende Fango hier und jetzt ausgedachten Petrus ist ja auch jetzt wieder eine Figur in einer Märchengeschichte, wie der Jesus auch. Übrigens auch wie der Udo Petscher jetzt, der UP. Dieser sehr lehrreichen biblischen Märchengeschichte fällt die geistreiche Einsicht in meinen göttlichen Schöpfungsplan. Wie jeder normale Mensch litt auch Petrus an panischer Todesangst. Petrus' ängstliches Verhalten im Angesicht meines bevorstehenden körperlichen Todes ist ein eindeutiges Zeichen von mangelnder Selbsterkenntnis. Dieser Mangel, übrigens Egeo, Ego, Mangel auf Lateinisch heißt Egeo, was übrigens auch als Exgeo, als herausgetretene Erde, und Erde wissen wir ja, weckt das Wissen. Ja. Du kannst folgen. Die Vorliebe E im Lateinischen, Griechischen steht oft als Ex und Geo heißt Erde. Und das hebräische Wort für Mangel ist Egeo. Und jetzt macht das Ex weg. Hier schieben wir zusammen, kriegen wir Ego. Genau. Man übrigens hebräisiert das Manna. Vor was sollen wir leben? Das ist das Manna von Wellen. Galt sind die Wellen. Du lebst von den Gedanken, die in dir auftauchen. Das Meer wird durch seine Wellen lebendig. Ist deshalb auch nicht böse, sondern nur allzu menschlich. Das ist das Spiel. Weiche hinter mir, du Satan, du willst das, was die Menschen wollen, aber nicht das, was Gott will. Willst du schon, was Gott will? Um das zu wollen, müsstest du zuerst einmal wissen, was du selbst bist. Gott will, dass du wach wirst.
Und wenn du wach wirst, wird sich oberflächlich betrachtet an deiner Welt nichts verändern. Das Einzige, dass du dich nicht mehr mit einem Gedanken von dir verwechselst und auch kein Problem mehr da hast, wenn sich was auflöst, weil du begriffen hast, wenn ich ständig Sachen wiederhole, in tausenden von Perspektiven und Facetten, habe ich immer noch dasselbe Programm in mir laufen. Wenn ich ein neues Programm in mir laufen lasse, komme ich in einen vollkommen neuen Film, in eine vollkommen neue Welt, auch mit anderen Naturgesetzen. Und du kannst nicht von unten nach oben sehen, das erkläre ich tausende Male. Alles, was ich dir jetzt erkläre, zum Abschluss, es ist wie, wenn ein Basic-Programm Erklärungen bekommt von einem Windows-Programm, aber das Windows-Programm ist gezwungen, wenn es von Basic-Logik verstanden werden will, dass ich Basic spreche. Machen wir das einmal in der Sprache. Angenommen, du sprichst bloß Deutsch. Ich drehe jetzt das einmal und ich sage, ich würde Chinesisch, nur Chinesisch sprechen. Wir sagen, das Chinesisch wäre ein hoherwertiges Programm. An und für sich ist es umgekehrt, aber das lassen wir mal. Dann bin ich gezwungen, wenn ich von dir verstanden werden will, dass ich Deutsch spreche. Und solange ich Deutsch spreche, ist kein Hauch von Chinesisch da. Das heißt, alles, was du jetzt aufwerfen kannst mit deiner Logik an Vorstellungen, aufgrund von Worten, bedingt, dass ich dir Erklärungen gebe in deiner Logik, mit der du zu denken gewohnt bist. Ja. Und es kann aber erahnt werden. Es kann erahnt werden. Ich rede von was vollkommen Neuem. Und das ist jetzt der Akt der Reife, hat nichts zu tun mit Intelligenz, sondern mit Vertrauen. Das sind diese zwei Seiten wieder, das Holofeeling, die ich mir dann unendlichen Intellekt konfrontiert in Arithmetik und Physik und Wissenschaft, wo ich darauf zurückgreife, in kleinen Auszügen. Aber immer wieder im selben Moment dazu sage, es ist momentan vollkommen unwichtig, mach dir keine Gedanken, du musst keine Wörter aufhängen, gar nichts. Es reicht, wenn du weißt, was du bist und was deine Gedanken sind. Dir muss absolut bewusst sein, dass ich in deinem jetzt ausgedachten Leben, deiner Vergangenheit, das ist ja immer nur, du kannst, egal an was du dich jetzt denkst, wo du dir räumlich oder zeitlich was hindenkst. Es ist hier und jetzt, weil du es denkst. Und es kommt aus dir und fällt wieder mit jedem Gedanken in dich heran. Das muss zu einer hundertprozentig sicheren Gewissheit geworden sein. Ja. Und es ist dann der Fall, wenn du vor nichts und niemandem mehr Angst hast. Weil du erkennst, es kann nichts, was in dir zerstört wird, dir selbst was anhaben. Ja. Und du erkennst dann auch, dass die Gefühle von Glück, die du empfindest, auch nur Gedanken sind. Die genauso vergänglich sind wie alle Gedanken und auch Schmerz und Leid. Und dass das wirkliche Leid darin besteht, dass du irgendeinen Gedanken einseitig bewertest, gleichgültig, ob du ihn gut oder schlecht bewertest, oder einen Gedanken, der auftaucht, überhaupt nicht mehr haben willst. Das ist die Entheiligung. Krankheiten. Ich spiele dir das vor, das Bekämpfen, das Ganze, wenn ich jetzt so rede, als wenn ich besoffen wäre. Ich habe extreme jetzt, zwei Seiten, ich habe jetzt extreme Schmerzen, das zu erzählen. Ich habe keine Schmerzen, wenn ich nicht rede. Überhaupt keine. Ich nehme wieder Schmerzen auf mich, um dich zu befreien. Das Spiel wiederholt sich. Das ist ein Riesenpreis, ein Akt von Liebe, den ich dir demonstriere. Und er ist nicht an Bedingungen geknüpft. Es ist der Akt der Freiheit, wenn du jemanden freigibst, dass du ihn nicht zwingst. Was Kirchen machen, die drohen. Ich drohe dir nicht. Ich beschreibe, ich sage, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du nicht versuchst, dich jetzt auf diese Erkenntnis zu fokussieren. Und ansonsten lässt du dein Leben ganz normal weiterlaufen. Das ist immer wieder, es ist niemals ein Reizauslöser schuld, wenn du dich schlecht fühlst. Egal, um was es geht. Wenn du dir jetzt mit dem Hammer auf die Hand haust und du spürst einen riesen Schmerz, ist nicht dieser Hammerschlag schuld, sondern deine Programmierung, die innerhalb dieses Programms dann den Schmerz aufschmeißt. Ja. Man könnte dich ja so umprogrammieren in einer ganz verrückten Welt, dass das Glücksgefühle erzeugt. Da würden die ganzen noch rumlaufen und sich mit dem Hammer auf die Hand hauen. Ja. Fantasy. Genau. Alice in der Spiegelwelt. Alles ist auf den Kopf gedreht. Auch mit der, es ist ein Akt der Fantasie. Du gehst an der Fantasielosigkeit zugrunde. Und jetzt ein kleines Abschlusswort.
Es ist die Sache mit dem Problem. Das Problem ist ja das Vorgelegte. Ja. Es gibt Dinge in deiner Logik, wo du sagst, ich brauche das. Es ist unheimlich wichtig für meine Glückseligkeit, was auch immer. Zum Beispiel, du denkst an deinen Körper, weil du ja glaubst, ohne den Körper gibt es dich nicht. Die gibt es prinzipiell nicht, dich Geist, weil du was Nicht-Existierendes bist. Ja. Oder Familienmitglieder oder irgendein Reichtum, ein Besitz, wo du Angst hast, dass man das jetzt verliert, die Enteignung. Zuerst einmal, all diese Dinge sind Probleme. Ja. Diese Probleme, nochmal, das griechisch-lateinische Wort Probleme heißt, das Vorgelegte entstehen in dem Moment, wo du dir das vorlegst, ausdenkst. Aber selbst wenn du dir was ausdenkst, ist es trotzdem deine Information. Es kommt aus einem noch tiefer inneren Zentrum und wird zu einer Information, die jetzt natürlich was Ausgedachtes ist, obwohl es eine Information ist, wo in deiner Vorstellung der Information dann automatisch deine Außenformation, deine nicht außen existierende Welt, der Außen ist nichts, zweites Gebot halten. So, das sind Probleme. Weißt du, wie man Probleme löst? Indem du dich einfach nicht mehr denkst. Und weißt du, die Probleme entstehen, indem man sie denkt. Indem man die sich ausdeckt. Und jetzt erkennst du diesen riesen Widerspruch, die Schizophrenie, dass du meinst, das Problem besteht darin, dass du Angst hast, dass sich ein Problem von dir auflöst. Nein, es ist die Lösung des Problems. Genau. Das ist so. Es ist diese Erkenntnis von Geistlosigkeit der Figuren in deinem Traum. Das ist eine Führerscheinprüfungsbogentraumwelt. So. Die vollkommene Demonstration von Geistlosigkeit. Und jetzt den Schuh, den musst du dir anziehen. Dass all diese Idioten um dich herum sind nur Spiegelbilder noch deines eigenen Charakters. Ja. Yeah. Die wären nicht da, wenn du nicht noch so wärst im tiefsten Innern. Das ist ein ganz persönlicher Kreuzigungsweg. Nehme deine Schuld auf dich und sag, es ist alles okay. Nichts und niemand, den ich mir ausdenke, ist schuld, dass es so ist, wie ich in mir denke. Jawohl, ja. Schuld ist die fehlerhafte Logik, die ich zum Denken benutze, mein Schwamminhalt. Wobei das vollkommen okay ist, weil all das, was da auftaucht, sind ja auch Teile vom Heiligen Ganzen. Ich muss die Gegenseite, darum sage ich, es ist unheimlich wichtig, dass du das um 180 Grad alles drehst. Dass du zuerst einmal die Demut hast, dass die du bisher bekämpft hast, erkennst, dass das eigentlich die richtige Seite ist, gleichgültig auf welcher Seite du vorher gestanden bist und umgekehrt. Es ist nicht demonstrierbar, wenn wir jetzt zum Beispiel hier über Klimaschutz, ich sage immer wieder, wenn du mal begreifst, dass die Erde keine Kugel ist, ist das eh vom Tisch. Dann sind auch keine Völker mehr da, die auf diese Erdkugel leben, die du retten müsstest. Das ist eine Traumwelt. Ja. Ist alles weg. Es geht so einfach. Ja, so einfach kann man sich ja nicht machen. Das ist wieder Zeichen ein Quadrat mit drei Strichen. Das geht nicht. Ach doch, das geht auf sehr vielfältige Art und Weise. Und jetzt ist wieder was in dir drin, das sagt, ja, schönes Beispiel, aber die Wirklichkeit ist ja ganz anders. Das stimmt. Aber mit Sicherheit nicht so, wie du zurzeit glaubst, dass sie ist. Ja. Das ist das große Schwierigkeit. Du kriegst es ja geschenkt. Die Erkenntnisse werden in dir auftauchen. Die sind ja schon in dir drin. Aber die Welt und die Menschen in der Welt müssen ja relativ gleichgültig werden. Ja. So wie gleichgültig, wie es mir ist. Wie sagt der Udo immer zu einer Herzlosigkeit, die Menschen, die du dir ausdenkst, gehen mir alle am Arsch vorbei. Wer mir nicht am Arsch vorbei geht, ist der, der mich jetzt ausdenkt. Für den bin ich bereit zu sterben. Was ich schon mehrere Male getan habe. Und das kann man dann durchaus auch auf der Bröselebene leben. Das, was du einen anderen tust, tust du dir selber. Dann wirst du hilfsbereit und nicht ausnutzend. Und dann wirst du feststellen, wie unendlich verlogen unser Krankheitssystem ist mit allem, was dazugehört. Es sind Krankheiten Erfinder. Von Selbstheilungskräften wollen die gar nichts mehr wissen. Es würde das Chef kaputt machen. Genau. Vor 25 Jahren habe ich gesagt, geh einfach mal in deine Statistiken, was ich in dir auftauchen lasse. Und dann schau mal, wie die Krankheiten zugenommen haben. Im selben Maß, wie die Ärzte zugenommen haben. Genau. Das ist ganz einfach. Umso mehr Ärzte, umso mehr Krankheiten. Die müssen ja für irgendwas leben. Also muss ich den Leuten Krankheiten einreden. Und das wird alles verwirklicht. Es ist definitiv so, wenn du jetzt in der deutschen Notaufnahme in ein Krankenhaus gehst, dass ja jetzt auch alles reduziert werden soll, ist nur bei der Verlagerung von Geld. Es ist Machtkampf um Geld.
Ich behaupte jetzt, und wenn du das Alter von der Dänen hast, wirst du das abnicken, dass 80% der Fälle, die zurzeit, ich mache jetzt bei uns ganz in den kleinen Udo-Leben in Weißenburg in der Notaufnahme landen, 80% der Fälle in der Notaufnahme in Weißenburg, handelt es sich um Wehwehchen, wo vor 40, 50 Jahren dieselben Menschen nicht einmal daran gedacht hätten, dass sie wegen so einem Bibifax zum Arzt gehen. Die sind jetzt alle in der Notaufnahme. Und ich jammere, dass das ja alles Geld kostet für die Kassen, dass das unnötig ist. Auf der anderen Seite wollen sie Geld verdienen, Schizophrenie. Nee, das bringt zu wenig. Die andere Seite ist, ganz aktuell der Stand, wo ich die jetzt doch in meiner kleinen Traumwelt als Brüssel-Udo, ich habe da gute Quelle zum Krankenhaus. Die Krankenhäuser zurzeit bei uns sind Oberkante, Unterlippe voll. Können keine mehr aufnehmen, aber nur mit Krankheiten, die ein Schweinegeld bringen. Die eigentlich genau genommen gar keine Krankheiten sind. Oder auch jetzt können wir mit Corona anfangen, dasselbe in Grün. Das ist, welche Seite suchst du dir raus? Keine. Der größte Genozid, der jemals passiert ist in der Menschheit. Genmanipulation, allen drum und dran. Und dann hörst du dir jetzt diesen angeblichen vorhergehenden Selbstgespräch. Corona, machen wir einen Untersuchungsausschuss. Such dir diese 30 Minuten, die reden von diesen Politikern, die sich alle freisprechen, als wenn sie nur das Beste für die Menschen gewollt hätten. Mit dem Satz, wir wussten es ja nicht. All das ist Lüge. Die lügen, wenn sie den Mund aufmachen. Cut. Genau. Dann, weil du dir jetzt die andere Seite anschaust, Effendon, weil du dir die anders ausdenkst. Ja. Und ich sage immer wieder, wenn du jetzt meinst, der Udo, den du dir ausdenkst, ist ein ganz ein Lieber, der wird dich retten, sage ich, das stimmt. Aber dazu ist es nötig, dass ich das, was du zu sein glaubst, an was du denkst, wenn du an dich selbst denkst, vernichten muss. Das ist der einzige Weg in die Freiheit. Dein Geist wird dann frei sein, wenn das Gefängnis, in das du dich zurzeit einsperrst und das du möglichst lang versuchst, dein Leben zu erhalten, nicht mehr existiert. Das ist wirklich ein Mathematikus. Und das Gefängnis ist dein eigener Drogennossen auf dem Kopf. Von dem du ja glaubst, dass es ohne diesen Kopf dich nicht gibt. Und das ist unendlich logisch. Und sobald es einer anspricht, wehrst du dich, das glauben zu wollen. Stimmt oder stimmt? Das macht man nicht alles, wenn es dann auf die eigene Haut geht. Dann rennt man, gib mir doch eine Nummer sicher und geh zum Arzt. Das ist, dann spuckst du Gott ins Gesicht. Ja. Im Allgemeinen habe ich ja gesagt, solange du Kranken- und Lebensversicherung hast, spuckst du Gott ins Gesicht. Du kniest dich nieder vor dem Kapital. Todbringend. Ein todbringendes Verbrechen. Wie viel Scheiß muss ich dir eigentlich noch einspielen? Geh in dein Werbefernsehen, dann kriegst du fast täglich, zur Zeit natürlich immer zeitaktuell, Werbefilmchen für Impfungen, gegen was für einen Scheiß du dich impfen lassen sollst. Und natürlich auch Versicherungen, die du abschließen kannst, zum Beispiel Zahnzusatzversicherungen. Und dann predigen die dir in Werbefilmchen runter, dass sie zwei Zahnreinigungen zahlen, dass du hier alles bezahlt bekommst, dass du hier, wenn du den Vertrag innerhalb der nächsten Woche abschließt, ein halbes Jahr plus halben Beitrag zahlen musst. Und das Ganze teilen dir die mit, dass sie praktisch deine Rechnungen bezahlen wollen oder bezahlen mit dieser Versicherung. Und du kannst die auch abschließen, wenn du in Behandlung bist. Und um dir das mitzuteilen, geben sie mehrere hunderttausend Euro diese Versicherungen für Werbung aus, dass du das weißt. Du hast nur gute Menschen um dich herum. Wie unendlich blöd sind eigentlich Menschen, die auf sowas reinfallen. In einer Welt, wo alle nur nach Geld gieren. Auch die, die Versicherungen abschließen, weil sie sagen, da muss ich es ja nicht bezahlen. Wer bezahlt es dann? Ich werde dir sagen, die Rechnung der Welt, die du dir ausdenkst, mit allem, was dazugehört, bezahlst nur du. Ja. Es ist deine Welt. Es ist deine ganz persönliche Traumwelt. Es wird langsam Zeit, dass du dich nach etwas Geistreicheren umschaust. Und dann werde ich dir vor einem Moment zum anderen begnadigen und freisprechen. Weil jetzt haben wir das Thema, ich fordere von dir, dass du jeden, absolut jeden, den du ausdenkst, dir ausdenkst, freisprichst, weil er von dir erschaffen wird und er gar nicht anders sein kann, wie du in dir denkst.
Du begnadigst komplett alles und jeden. Und dann werde ich dich begnadigen. Weil wir hier in dieser Hierarchie, nämlich einen dazwischen stehen, haben den träumenden Geist. Der träumende Geist ist auch was Ausgedachtes. Aber ein träumender Geist im Vergleich zu allen anderen existierenden Dingen, die du dir ausdenkst, ist ein träumender Geist etwas Ausgedachtes, das als Ding an sich gar nicht existiert. Ja. Was ist ein träumender Geist als Ding an sich? Nicht. Es ist einer, der sich aber will oder nicht in seinem Traum eine Welt aufbaut und anschauen muss, seine eigene Welt, wo er sich aber nicht raussuchen kann, was er träumt. Das ist meine Führerscheinprüfungsbogen Traumwelt. Darum spreche ich dich sowieso frei, weil du dir nicht raussuchen kannst, was du träumst. Ich lasse dich aber so lange träumen, solange du die Leute in deinem Traum, die du erschaffst, vorwirfst, dass sie so sind, wie sie von dir gedacht werden. So, jetzt habe ich dir ganz klipp und klar in wenigen Worten erklärt, worum es eigentlich in dem Leben geht. Und, Pech.